Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Testfahrvideo. Wie ihr sehen könnt, bin ich an meiner Kofferbahn beschäftigt und ich habe mir überlegt, nachdem ich so viel jetzt rumgebaut und rumgemalt habe, bevor ich jetzt letztendlich die Gleise an den entsprechenden Stellen fixiere und die Häuser im Vordergrund befestige, möchte ich noch mal eine kleine Testfahrt machen, ob von der Technik her auch alles funktioniert, weil ihr seht hier rechts so ein Kabel rausgucken, das kommt aus dem Koffer und liegt halt hier unter den Platten, hier in der Seite ist das befestigt und wenn man ganz genau hinguckt, da vorne ist noch ein kleiner Teil zu sehen, der wird im Laufe der Zeit erst noch unter die Erde gebracht. Vorher, wie gesagt, möchte ich gerne noch mal testen, ob die Technik auch funktioniert. Nicht, dass ich da irgendwo was kaputt gemacht habe. Und deswegen kommt heute ein kleines Mini-Fahrvideo. Also, auf geht's! Ja, dann würde ich doch mal sagen, es funktioniert alles ganz gut. Die Weichen sind in Ordnung. Strom fließt auch. Wir können alle Gleise anfahren. Dann machen wir uns jetzt ran, tatsächlich im nächsten Abschnitt hier die Gleise und Häuser zu befestigen und die Landschaft auszugestalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Tja, ihr werdet es kaum glauben. Ich weiß, ich habe eigentlich schon Tschüss und bis zum nächsten Mal gesagt. Und in genau dem Moment, in dem ich mein Powerpack ausschalten wollte, hat es sich von selbst ausgeschaltet. Heißt, die Kontrollleuchte ist ausgegangen und er zieht scheinbar keinen Strom mehr. Das heißt, ich kann hier
hier anmachen, der Zug bewegt sich nicht mehr. Nun ja, da werden wir mal gucken müssen, was passiert ist. Ich habe schon ganz kurz geguckt, es liegt nicht an der Steckdose. Und nein, die Kabel sind auch alle richtig drin. Naja, da haben wir jetzt eine Fehlersuche vor uns und mal gucken, was mit dem Teil soeben passiert ist. Ich werde euch irgendwann mal dann ein Update geben, wenn ich es rausgefunden habe, woran es liegt. Dann nochmal danke fürs Zuschauen und drückt mir die Daumen, dass ich das rausfinde, was hier gerade passiert ist. Tschüss!